Er hat seine Spuren hinterlassen in der Landschaft des neuen deutschen Films. Mit einem ebenso einfachen wie radikalen Kino. Dieser Regisseur ist beispielhaft kompromisslos seinen Weg gegangen. Der Ehrenpreis des Verbands der deutschen Filmkritik geht in diesem Jahr, alle wissen es schon, an Rudolf Thome. Drei Personen, die eng mit der Person und der Arbeit Rudolf Thomes verbunden sind, kommen heute zu Wort. Hans Zischler, der kommen wollte, aber leider heute nicht anwesend sein kann, hat mir einen Text geschickt und hat mich gebeten, diesen Text vorzulesen. Wofür es sich zu kämpfen lohnt. Notiz zu Rudolf von Hans Zischler. Das für mich auffälligste Merkmal von Rudolfs Regie ist eine geradezu kindliche Unbeirrbarkeit. In Stimme, und er hat eine gewaltige, nachdrückliche Stimme. Gebärde, sein Gesichtsausdruck kann so stummfilmhaft verzweifelnde Mimik auflaufen. Und Geste, seine Hände und sein Händedruck sind beeindruckend kraftvoll. Unterstreicht er seinen unbedingten Willen, etwas, das ihm vorschwebt, Gestalt werden zu lassen. Das führt dann zu Ausrufen, die jede bloße Spielaufgabe weit hinter sich lassen. Wie? Das ist Liebe! Gefolgt von einem knurrenden und ächzenden Laut, um das ohnehin Eindeutige noch eindeutiger klingen zu lassen. Überhaupt die Liebe. Eigentlich geht es in Rudolfs Film immer um die Liebe. Und ich sage das mit einer mich selbst überraschenden Eindeutigkeit. Als das Geheimnis der Liebe zu ergründen und das, was mit ihr offenbar notgedrungen einhergeht. Den Verrat, den Seitensprung, die Entwöhnung und am allerschlimmsten das Zerreden der Liebe, also den schrecklichen und schrecklich betäubenden und öden Prozess, wo aus der Verliebtheit und der daraus entspringenden Liebe eine Beziehung wird. Rudolfs Filme sind ein einziges Glaubensbekenntnis an die Kraft und die Fragilität der Liebe, ihre Unbeständigkeit und dem Verlangen nach ihr. Rudolf ringt mit der Liebe, er ringt mit ihr wie Laokoon, immer beseelt von der Vorstellung, ihr mit jedem neuen Film eine neue Seite ihres Geheimnisses abluchsen zu können. Eines Geheimnisses, das Bertrecht in das schöne Paradox gefasst hat. So scheint die Liebe Liebenden ein Halt. Und wenn schon dieser Dichter zitiert wird, darf der andere auch nicht fehlen, mit dem wir uns beide, jeder auf seine Weise immer wieder befassten, weil er sein ganzes Leben lang unablässig und klug über die Liebe nachgedacht hat. Goethe. Lieben belebt, lautet der Satz, den Goethe mit 80 Jahren auf eine Autogrammkarte geschrieben hat. Diesen Satz möchte ich Rudolf zuschreiben und ihm damit zu dem Ehrenpreis der deutschen Filmkritik gratulieren. Zunächst Petra Seeger, ich darf dich auf die Bühne bitten. Also Rudolf, ich habe 5 Minuten, die Zeit läuft. Es ist kein Zufall, dass heute Abend vor allem die Frauen es sind, die dein Loblied singen.
Der Kinobesitzer, dem ich erzählte, dass du den Preis für dein Lebenswerk bekommst, sagte, sein Lebenswerk, das sind die Frauen. Ich füge hinzu, deine Beziehungen zu ihnen, die Liebe und ihre Folgen sind die Triebkraft deines Lebens und deiner Filme. Sortiert man einige deiner Filmtitel in einen Sinnzusammenhang, ergibt sich folgendes Drama. Supergirl, Liebe auf den ersten Blick, hast du Lust mit mir einen Kaffee zu trinken? Die Sonnengöttin, Just Married, das Geheimnis, sieben Frauen. Jane erschießt John, weil er sie mit Anne betrügt. Du hast gesagt, dass du mich liebst. Vor und hinter der Kamera hast du den von Pro Quote Film geforderten Frauenanteil übererfüllt. Trotzdem ein Missverständnis zu denken, du seist ein feministischer Regisseur. Nur weil in Rote Sonne die Frauen die Männer ermorden. Es kommt immer noch auf das feministisch richtige Motiv für den Männermord an. Und die feministischen Filme machen wir Frauen selber. Wechselnde Schauspielerinnen, Uschi Obermeier, Adriana Alteras, Serpil Turan, sieben Filme mit Hannelore Elsner, erzählen immer wieder anders die gleiche Geschichte. Das Falling in Love deines alter Egos. Mal gespielt von dir selbst im Tagebuch, mal von Marquard Bohm, Hans Zischler, Herbert Fritsch oder Herschmann. Im Tagebuch, in deinem Film Tagebuch, verliebst du dich zum Beispiel in Cynthia. Ihr liegt auf dem Bett. Vor dem ersten Kuss sagt sie mit Schlafzimmerstimme, I like to sleep here with you. Und du antwortest mit sexy timbre, me too. Me too im Tomischen Sinne. Du liebtest deine Schauspielerinnen. Du schufst eine Atmosphäre am Set, in der sie sich entfalten konnten. Dein Gesicht zu sehen, während die Kamera lief, war wunderbar. Du strahltest, was immer sie vor der Kamera machten. Sylvie Kekulé aus Rote Sonne sagte mal, der Rudolf freut sich schon, wenn die Schauspieler sich überhaupt bewegen. Das ist keine Abwertung, aber eine grundlegende Akzeptanz, das war das Tolle. Fasziniert warst du von den starken Frauen, dem Howard Hawkschen Frauentyp, den unabhängigen, tatkräftigen, den männerüberlegenen Frauen. Als ich dich in meinem Film über dich, Film The Battleground, fragte, womit das zu tun hat, dass du so fasziniert bist von starken Frauen, sagtest du auf der Couch liegend. Das muss wohl was mit meiner Mutter zu tun haben. Die war eine starke Frau. Ich würde hinzufügen, du hast sie zu früh verloren und bist lebenslang auf der Suche. So viele Frauen bedarf es, eine Mutter zu ersetzen und so viele Filmkunst kann daraus entstehen. Dein Leben, Film und Leben, es ist bei dir gleich. Film und Leben, Wahrheit und Dichtung waren bei dir immer miteinander verbunden wie der Doppelstrang unserer DNA. Beeinflussten sich, bildeten chemische Brücken. Mal waren die Filme schneller als das Leben, jedoch manchmal war es umgekehrt. Ich erinnere mich, wie wir bei den Dreharbeiten zu Berlin Chamisso-Platz nach Basilikata fuhren. Im Film fährt das Liebespaar Hans Zischler und Sabine Bach, da unten in der Mitte, das gelbe Foto, nach Italien ans Meer. Wie immer bei deinen Produktionen eine sportliche Angelegenheit, knappe Zeitpläne, der logistische Ehrgeiz packte dich. Ich saß in einem Wagen, der von Berlin gefühlte 78 Stunden gen Süden fuhr. Irgendwann übergab ich das Steuer Hans Zischler, der übrigens damals keinen Führerschein hatte. Wir fuhren mit angezogener Handbremse, die wir vergessen hatten zu lösen, Richtung Süden. Als wir in Süditalien ankamen, bot sich im Dunkeln folgende Szene, die in einem Tomé-Drehbuch so beschrieben würde. Steile Küstenlandschaft, außen Nacht. Das Liebespaar sitzt schlecht gelaunt und übermüdet im Spielwagen. Der Regisseur, Tomé, irrt verzweifelt suchend durch die Macchia. Der Kameramann, Martin Schäfer, mit Taschenlampe und Landkarte folgt ihm. Regisseur, wo ist bloß diese Küstenstraße? Auf jeden Fall, wir drehen hier die Szene, die beiden kommen an. Als sie ankommen, sehen sie aufs Meer. Er hält an, in dem Moment geht über dem Meer die Sonne auf, dann küssen sie sich. Der Kameramann ungehalten. Rudolf, das ist alles wunderbar, aber jetzt nochmal. Die Sonne geht hier gar nicht über dem Meer auf, da ist der Süden. Die Sonne geht hinter den Bergen auf. Außerdem kann man hier von der Küstenstraße gar nicht das Meer sehen.
Regisseur, jetzt lauter werdend. Martin, die Sonne geht über dem Meer auf. Sag, was du willst. Ich war ja mit Cynthia hier. Wir haben damals hier gestanden. Aber wo ist bloß diese verdammte Straße? Du hattest das Meer, die Sonne, die Straße, den Kuss, alles in einem Erinnerungsbild verdichtet. In dem Moment begriff ich deine fast komikhafte, Entschuldigung, Selbstbezogenheit, deine Besessenheit, dem Privaterlebten filmisch zu folgen, deine Kompromisslosigkeit, dieser tomesche Ureigensinn ist die Kraft, die ein ganzes Team bewegte, deiner Vision durch halb Europa zu folgen. Dein privates Leben so zum Material deiner Filme zu machen, fand ich radikal, mutig und sehr attraktiv. Auch hier folgtest du den Frauen, der Maxime der Frauenbewegung der 70er, dass das Persönliche politisch ist. Frauen, die dir nahe waren und deine Familie, mögen unter dieser Offenheit gelitten haben. Aber auch das Publikum fand sich in deinen Figuren wieder, erkannte ihre Konflikte, sahen ihre Zeit und liebten deine Filme. Du warst immer auf der Höhe der Zeit, warst cool, als es den Begriff noch gar nicht gab, hast wie kein anderer Profanes mit zutiefst Philosophischem verbunden. Lakonie liegt dir, Psychologisches ist dir ein Graus. Dich interessiert das konkrete Leben, der Moment, das, was die Menschen tun. Filme mit Botschaft sollen die anderen drehen. Der Zeitgeist breitet sich aus in deinen Filmen. Wie ein ethnologischer Filmemacher hast du in deinen Filmen das Leben der Menschen und dein eigenes erforscht. Mit Beschreibung einer Insel in Co-Regie mit Cynthia Beat hast du das auf den Punkt gebracht. Dein Weg als Autorenfilmer war nicht einfach. Du selbst hast es in einem Text beschrieben mit der Überschrift Überleben in den Niederlagen. Manchmal schaue ich auf deinen Blog bei moana.de. Dort sah ich einmal, wie du ein Opferfeuer im Innenhof deines Bauernhofs entfacht hast, damit dein letzter Film ins Blaue von der Berlinale angenommen wird. Du schlepptest Äste, schweigend standst du neben dem Feuer, die Äste knackten. Dieter Kostlik wird dieses Rauchzeichen nicht gesehen haben. Im Ausland sah man dein Feuer besser. Das Festival in Cannes, die Cahiers du Cinéma, sie alle verehrten deine Filme. Man sah in dir eine Art deutschen Super Lapsus. In Frankreich, Südkorea, Japan, überall laufen Retrospektiven deiner Filme. Mit diesem Preis heute Abend ist ein weiteres Mal der Funken übergesprungen. Deine Stellung in der Filmgeschichte als Solitär, als Filmkritiker sollte man heute Abend auch erwähnen, als herausragender Cineast und Regisseur bedeutender Kultfilme ist dir sicher. Wunderbar, aber nicht verwunderlich, dass aus dem Hause Tomé eine Frau, deine Tochter Joya, ihren Weg gehen wird als Regisseurin. Ich beglückwünsche dich. Ich wünsche dir weiterhin starke Frauen an deiner Seite. Ich danke dir letzten Dank und Kraft, deine Autobiografie zu beenden, auf die wir alle, sofern wir nicht darin vorkommen, uns freuen. Gute Besserten, Koran, überall Blumen. Ja, unglaublich bewegend, unglaublich bewegend. Und genau, ich knüpfe jetzt an einer anderen Stelle an. Und zwar, ich möchte nicht ausschließlich über Rudolf Tomé, den Filmemacher, sprechen, sondern in erster Linie über Rudolf, den Menschen. Wir sind uns 2001 auf dem Filmfest in Würzburg begegnet und haben uns dort kennengelernt. Sein 20. Film, Venus Talking, lief dort. Und bei einem Schnitzelessen im Rathaus saßen wir uns dann zufällig gegenüber und sprachen miteinander. Ich war damals 20 Jahre alt, Rudolf exakt 40 Jahre älter als ich. Genau, und ich kann mich daran erinnern, dass ich diese Begegnung besonders empfand, denn trotz unseres großen Altersunterschiedes hatte Rudolf eine Leichtigkeit und uneingeschränkte Offenheit im Gespräch mir gegenüber. Es war ihm einfach nicht wichtig, wie wenig zu der Zeit über das Filmemachen wusste oder ob ich seine Filme kannte. Er war einfach auf menschlicher Ebene interessiert an mir, direkt und ehrlich in seiner Art. Und vor allem begegnete er mir auf Augenhöhe.
dieses Gefühl der Gleichberechtigung und Offenheit blieb die ganze Zeit zwischen uns. Und ich denke, dass das Rudolf als Menschen auszeichnet. Er ist jemand, der nicht voreingenommen ist, sondern wirklich interessiert, wer oder was genau ihm gegenübersteht. Diese Neugier bezieht sich nicht nur auf Menschen, sondern auch auf die Natur und andere Dinge, die Teile des Lebens sind. Er taucht dann komplett in das jeweilige Element ein und untersucht es mit großer Leidenschaft. In den letzten 20 Jahren arbeiteten wir in den unterschiedlichsten Konstellationen gemeinsam an seinem Film und zuletzt sogar an meinem eigenen Dokumentarfilm über ihn. Anfangs spielte ich in seinem Film, dann assistierte ich ihm und wir casteten gemeinsam Schauspieler. Und das war eine besondere Situation. Wir trafen uns mit Schauspielern, um sie kennenzulernen. Es war immer ein Gespräch zu dritt, das inhaltlich sehr unterschiedlich verlief. Es ging um die Chemie zwischen Rudolf und den Schauspielern. Es ging um die Stimmung untereinander, der Blick in die Augen, der Händedruck zu Beginn der Begegnung. Keiner musste etwas vorspielen. Es gab lediglich die Unterhaltung und ein paar Fotos, die ich während der Situation von den Schauspielern aufnahm. Rudolf war sich am Ende des Treffens meistens sofort klar, ob er sich eine Zusammenarbeit vorstellen konnte oder nicht. Es spielte einfach keine Rolle, wer was für eine Vita hatte oder wie bekannt er war. Das Wesentliche für ihn war, dass er ein gutes Gefühl zu der Person hatte. Und das betraf nicht nur die Schauspieler, sondern jeden Einzelnen im Filmteam. Zu jedem Mitarbeiter pflegte er eine Beziehung und er war sehr sensibel, was die Stimmung beim Drehen betraf. Immer wieder erklärte er mir, dass es sich anfühlte, als würde jedes Teammitglied ein Körperteil von ihm sein. Er würde es sofort spüren, wenn es irgendeinem nicht gut ginge. Ich habe in Rudolfs letzten 7 Filmen mitgewirkt und nahm immer wieder wahr, mit welcher Energie und Begeisterung er beim Drehen arbeitet. Er versprüht eine Kraft, von der wir alle teilhaben können. Entstehen Schwierigkeiten oder Krisen während der Dreharbeiten, reagiert er mit einer Entschlossenheit und Konsequenz, die oft für mich verblüffend ist. Er packt Probleme an der Wurzel und reißt sie mit einer Kraft heraus, ohne den Blick auf das Ganze zu verlieren. Jeder, der ihn einmal beim Drehen erlebt, wird den Augenblick des Freudenschreins kennen, den er nach einem Take von sich gibt, wenn das, was er geschrieben hat, tatsächlich zur magischen Wirklichkeit wird. Er ist erstaunt und überglücklich zur selben Zeit. Seine Begeisterung füllt dann den ganzen Raum. Rudolf hat mich im Besonderen als Filmemacherin geprägt, denn ich habe viel von ihm während der Zusammenarbeit gelernt. Und als ich mich an der Hochschule, also an der Filmhochschule bewerben wollte, sagte er zu mir, du brauchst keine Filmhochschule, fang einfach an, Kurzfilme zu machen und mach das einfach, du schaffst das. Und er selber ist diesen Weg gegangen, er hat sich entschieden, diesen zu gehen und mit allen Opfern, die es kostete, kompromisslos. Ich gehöre zu den vielen, die Rudolf unterstützt hat, sich weiterzuentwickeln und ermutigt hat, mehr Verantwortung bei der Herstellung seiner Filme zu übernehmen. Das betraf viele Gewerke. Er förderte dann einen Setrunner zum Produktionsleiter oder die Assistenz der Ausstattung wurde zur Ausstatterin. Der Kameraassistent übernahm die Bildgestaltung im nächsten Film. Er gab vielen die Chance, sich auszuprobieren und vertraute darauf, dass man gemeinsam einen guten Film machen würde. Und das war mir total wichtig, das heute zu erwähnen, denn auch das zeichnet ihn nicht nur als Filmemacher und Produzenten aus, sondern als Menschen. Und es war ihm egal, wie viel Erfahrung jemand hatte, er schlug einem einfach vor, einen neuen Schritt zu gehen und sich nicht irritieren zu lassen, keine Zweifel aufkommen zu lassen. Es gab einem die Sicherheit und das Grundvertrauen, an sich zu glauben. Und ich denke, das genau gilt auch für ihn selber als Menschen und Filmemacher. Er ist in seiner Bedingungslosigkeit und konsequenten Art jemand, der nach vorne schaut und mit einer positiven Haltung seinen Weg geht. Rudolf, ich gratuliere dir für den Ehrenpreis, den du dir wirklich verdient hast. Und ich wünsche dir sehr, dass du einen Weg findest, auf die Bühne zu kommen. Rudolf Thome, den Ehrenpreisträger des Preises der Deutschen Filmkritik 2018. Rudolf, du hast das Wort. Also nachdem so viele tolle Sachen über mich gesagt worden sind, kann ich
kann ich es ja eigentlich relativ kurz machen. Ja, meine Filme, decken ja einen Zeitraum von fast 50 Jahren, ich glaube, ja. Und das war immer eine sehr wechselvolle Geschichte. Ich verdanke sehr viel, dass ich so viele Filme machen konnte. Wolfgang Jogan von der ARD de Ghetto, der frühere Chef der de Ghetto. Und ohne ihn hätte ich viel früher aufgehört. Und Winfried Reichert hat vorhin geendet mit einem Text von Goethe, den er mit 80 geschrieben hat. Ich werde in ein paar Monaten werde ich 80. Und das mit der Liebe kann ich nur bestätigen. Das ist mir jetzt gerade widerfahren. Also ich bedanke mich vor allen Dingen bei den Filmkritikern, die mich dafür den Ehrenpreis ausgewählt haben. Und möchte noch sagen, falls Sie jetzt neugierig auf all diese Filme geworden sind, weil man sieht sie ja im Kino eigentlich gar nicht mehr, im Fernsehen oft nur noch nachts nach Mitternacht. Und es gibt alle diese Filme online auf dem Portal von alleskino.de. Da schauen wir alle rein. Herzlichen Glückwunsch, Udo Thome, zum Ehrenpreis der Deutschen Filmkritik 2018. Danke. Ihr Applaus, lassen Sie sich feiern.